Servus Leute, willkommen zu meinen Lesemonaten März und April. Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, ich war ein bisschen krank und gestresst nach der Leipziger Buchmesse. Deswegen, sorry, dass erst jetzt mal wieder ein Lesemonat kommt. Fangen wir chronologisch an. Ich habe gesagt, ich möchte vor der Leipziger Buchmesse noch ein Buch vom lieben Sebastian Fitzek lesen. Und das habe ich tatsächlich geschafft, denn ich habe mir Flugangst 7a vorgenommen. Und ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Nicht-Thriller-Leser. Und es ist, sorry, ich kann mir ganz selten wirklich an Thrillern irgendwas abgewinnen. So, das ganze Genre liegt mir eigentlich überhaupt nicht so. Aber nichtsdestotrotz, das zeichnet, glaube ich, die Qualität dieses Sebastian Fitzek aus, dass selbst mir als jemand, der eigentlich Thriller nicht so mag oder dem eigentlich das ganze Genre nicht so liegt, dass selbst mir dieses Buch wirklich, wirklich gefallen hat. Ich lese euch mal ganz kurz hier den Klappentext vor. Mats Krüger ist ein erfahrener und erfolgreicher Psychiater, muss aber seine panische Flugangst überwinden, als seine hochschwangere Tochter Nele nach jahrelanger Funkstille wieder Kontakt zu ihm aufnimmt. Mats, der nach dem Tod seiner Frau per Schiff nach Argentinien ausgewandert ist, hatte nie wieder vor, zurückzukehren. Doch jetzt bittet Nele ihren Vater kurzfristig, ihr nach der Geburt des Babys Beistand zu leisten. Nach der Teilnahme an einem Flugangstseminar geht Mats an Bord des Langstreckenflugs Buenos Aires-Berlin. Schon kurz nachdem er seinen Platz eingenommen hat, muss er feststellen, dass er sich auf die falschen Ängste vorbereitet hat. Es ist keine Turbulenz, kein Druckabfall und keine Terrorwarnung, die ihn in einen entsetzlich seelischen Ausnahmezustand treiben, sondern der Aufruf eines Unbekannten, der ihm eröffnet, dass sich ein ehemaliger Patient an Bord befindet, jemand, den Krüger einst von mörderischen Gewaltfantasien befreite und den er nun dazu bringen soll, über 600 Passagiere und sich selbst in den Tod zu reißen. Ja, ne? Also schreiben kann der gute Mann. Also das ist eins der bestgeschriebenen Bücher überhaupt, die ich je gelesen habe. Das ist immer noch so das Ding, wie so die Handlung. Die Handlung ist sehr überraschend und beinhaltet ein paar richtig krasse Wendungen. Ich habe mir sagen lassen, dass es nicht das Meisterwerk von Sebastian Fitzek sein soll. Da soll es anscheinend noch bessere Thriller geben von ihm. Von dem her, sollte ich mir die auch mal vorknüpfen, um mal so einen Vergleich zu haben. Nichtsdestotrotz, wenn das nicht mal das Meisterwerk von Sebastian Fitzek ist, dann leck mich am Arsch, ey. Also ohne Witz, dann sind da die Standards schon, holla die Waldfee, echt hoch. Da mich das Buch wirklich begeistern konnte, ohne dass ich jetzt ein Thriller-Fan bin, von dem her. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dieses Buch tatsächlich bei meinen Neuzugängen aus dem März und April vergessen
oder es war schon beim Februar dabei, ich weiß es gar nicht mehr. Ich stelle es trotzdem nochmal vor. Und zwar die Götter von Asgard von Lisa Grimm, a.k.a. Jennifer Jäger. So heißt es die Autorin nämlich im wirklichen Leben. Aber Lisa Grimm ist der Name ihrer Oma und Grimms Märchen. Und naja, das passt als Synonym für eine Autorin. Die Götter von Asgard. Ich lese euch auch mal ganz kurz den Klappentext vor. Es gibt eine uralte Prophezeiung über den Untergang Asgards. Natürlich glaubt die Studentin Ray kein Wort von dem Gerede der mysteriösen Kara, die behauptet, sie vor dem Zorn der Götter schützen zu wollen. Stattdessen ergreift sie die Flucht vor ihrer neuen Freundin und läuft dabei Tyr in die Arme, der sie auf Anhieb fasziniert. Ray ahnt nicht, dass Tyr als Odins Gesandter um jeden Preis verhindern soll, dass die Prophezeiung eintrifft. Als sich auch noch Loki, Gott der Listen, in die Geschehnisse einmischt, muss Rey erkennen, dass die Legenden über Asgard, Götter und Riesen sehr real sind und dass sie Rey auf die Reise ihres Lebens führen werden. Was soll ich dazu sagen? Es fängt wahnsinnig interessant an und zu meinem Leidwesen, ich kenne ja die Autorin, aber ich konnte es nicht so ganz begeistern. Es ist zum so ab dem Mittelteil wird es einfach ziemlich flach und nicht so einfallsreich irgendwie. Das ist so, nicht so der Knaller. Also die Idee ist sehr, sehr gut eigentlich. Es ist nur einfach ein bisschen zu ideenlos und zu flach einfach die Story, und daher hat es mich nicht ganz so begeistert. Ja. So what? Umso mehr hat mich dann direkt nach der Buchmesse das Buch von Stefanie Scheurich begeistert, nämlich Streune. Und das nicht nur, weil das Cover unglaublich schön ist, sondern auch, weil die Geschichte richtig toll ist. Boro hat die Schnauze gestrichen voll von seiner Ausbildung zum Hexenmeister. Während er lieber Sänger werden würde, besteht seine Mutter darauf, dass er sein Studium an der Zauberschule vollendet. Er beschließt kurzerhand abzuhauen und seinem Traum zu folgen. Womit er allerdings nicht gerechnet hat, ist der Fluch seiner Mutter, der ihn in eine Katze verwandelt, sobald er die Welt der Normalos betritt. Aber von seinem neuen Körper lässt sich Boro nicht aufhalten. Er begegnet Greta, einer Internatsschülerin, die den streunenden Kader bei sich aufnimmt. Seine Mutter hat allerdings noch einige Tricks auf Lager, um ihren Sohn zur Vernunft zu bringen. Bald schon ist Boro hin und her gerissen zwischen der Pflicht, Greta nicht in die Probleme seiner Welt hineinzuziehen, und dem Wunsch, bei ihr zu bleiben. Denn auch ein Kader kann sein Herz an ein Mädchen verlieren. Ja, ein absolut tolles Buch und richtig schön geschrieben, interessant, witzig. Es ist, denke ich, ein Einzelband und die Geschichte ist erstmal abgeschlossen. Ich weiß nicht, könnte auch sein, dass es vielleicht weitergeht, aber die Geschichte ist erstmal abgeschlossen. Ich finde es unheimlich cool, dieses Hin und Her von Boro und Greta und dieser normalen Welt und der magischen Welt und den Abenteuern, die die beiden erleben und überstehen müssen. Und dabei ist auch noch eine unglaublich tolle
kleine Liebesgeschichte. Ja, von dem her richtig, richtig toll. Als nächstes Buch, das habe ich unmittelbar nach, habe ich das nach? Ja, nachdem ich wieder gesund war, habe ich das gelesen. Ja, von der Chrissy Catella aus Österreich, die gute Autorin. Ganz, ganz eine liebe und sympathische Autorin, die ich auch auf der Leipziger Buchmesse das erste Mal persönlich kennenlernen durfte. Das Vermächtnis der Arasis, die Macht der Zwei erwacht. Ich lese euch das auch mal ganz kurz hier vor. Nikos Leben steht Kopf. Eigentlich war er der Überzeugung, ein halbwegs normaler Junge zu sein. Zumindest bis zum Eintreffen im Arasis Sportcamp. Einem verheerenden Anschlag auf die Menschheit wird ihm offenbart, dass er einer der mächtigsten Talente auf Erden ist und zudem über magische Begabungen verfügt. Doch das ist noch nicht alles. Nach und nach kommt er einer todbringenden Verschwörung auf die Schliche. Nicht mehr sicher, wem er trauen kann, erlebt er gemeinsam mit seinen Freunden das Abenteuer seines Lebens. Ein bitterer Kampf zwischen Gut und Böse beginnt. Wird er das Geheimnis seiner Vergangenheit lüften und die Menschheit retten können? Ja, also ich war stellenweise während dem Lesen ein bisschen skeptisch, denn da sind tatsächlich ein paar so kleine, so ein paar kleine Überschneidungen mit so Geschichten wie Percy Jackson und auch Harry Potter. Das liegt nun mal an diesem Genre, auch wenn manche Szenen, würde ich mal sagen, fast ein bisschen hart an der Grenze sind zu Ähnlichkeiten, auch mit zum Beispiel Harry Potter. Da gibt es eine Szene, die hat mich unglaublich stark daran erinnert, an Harry Potter und die erste Zaubertränkestunde in der Stein der Weisen. Also das war schon hart, hart an der Grenze. Das waren aber tatsächlich nur immer so ganz kleine Momente. Im Großen und Ganzen hat Arasis, das Vermächtnis der Arasis, gar nichts mit Harry Potter und auch gar nichts mit Percy Jackson zu tun. Das liegt, wie mir später oder während dem Lesen aufgefallen ist, schlicht und ergreifend an einem Muss. Also man musste, um bei der Geschichte und bei dem Thema zu bleiben, bestimmte Szenen einbauen, die mussten sein, weil es einfach die Handlung bedingt. Und deswegen denkst du im ersten Moment, dass dieses, ist ganz schön ähnlich, aber das hat im Grunde genommen gar nichts mit zum Tonnen deswegen tun. Deswegen ist es absolut verziehen. Ich fand's extrem cool, was die Chrissy da geschrieben hat, und ich freue mich wahnsinnig auf den nächsten Teil und hoffe, dass der auch bald rauskommt. Und ja, ich freue mich auch drauf, die Chrissy bald mal wieder zu treffen. Ich hoffe, dass wir sehen uns bald mal wieder, spätestens halt in Frankfurt. Aber echt ein starkes Buch, also wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Und dann habe ich jetzt gelesen, im Original heißt es Wrinkle in Time von Madeleine Le Angel, keine Ahnung, wie die gute ausgesprochen wird.
Aber Wrinkle in Time, das Zeiträtsel, ist ja gerade verfilmt worden. Und ja, spielt Oprah Winfrey eine der Rollen in diesem Film. Das Original Wrinkle in Time ist aus dem Jahr 62 und ist ein amerikanisches Kinderbuch Fantasy Science Fiction Klassiker. Ja, Meg ist zwar ein Mathe-Genie, aber sie hält nicht viel davon, in der Schule auf die Lehrer zu hören. Also hat sie nichts als Ärger, auch mit ihrem kleinen Bruder Charles, der über merkwürdige Begabungen verfügt und manchmal ihre Gedanken lesen kann. Als die beiden dann auch noch mitten in der Nacht Besuch von einer merkwürdigen alten Dame bekommen, wird ihr Leben gehörig auf den Kopf gestellt. Denn sie erfahren, dass ihr Vater, ein berühmter Wissenschaftler, der seit Jahren verschwunden ist, auf dem weit entfernten Planeten Kamozotz gefangen gehalten wird. Doch es gibt einen Weg, ihren Vater zu befreien, und Meg und Charles sind die einzigen, die diese Aufgabe übernehmen können. Das Abenteuer durch Raum und Zeit kann beginnen. Ja, die stellen fest, ihr Vater ist ein sehr begnadeter Physiker, Astrophysiker, wie auch immer, der scheinbar in der Lage ist, den Raum irgendwie zu krümmen und da irgendwie im Universum rumgereist ist und eben auf diesem Planeten jetzt gefangen gehalten wird. Und die Kinder bekommen Hilfe, ihren Vater zu befreien. Ja, ich habe es gelesen, ich fand es außergewöhnlich und auch außergewöhnlich gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein echter Klassiker ist. Ich habe es tatsächlich vorher überhaupt nicht gekannt. Und jetzt, als das verfilmt wurde, habe ich mir gedacht, ja Wahnsinn, da gibt es ein Buch von 1962 dazu. Das muss ich mir unbedingt mal reinziehen. Und ja, gesagt, getan. Und ich fand es echt gut. Ja, das waren meine Lesemonate März und April. Heute, da ich die Videos drehe, ist der 1. Mai und ja, ich hoffe, ihr bekommt es bald zu sehen. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.